Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Might. Heute ja mit den beiden Spasten dort, der Broom und der Pumpkin. Hallo. Und ja, meine Rüstung ist im Arsch. Vielleicht seht ihr das. Und wenn ich kein Eisen finde, muss ich mit Lederrüstung kämpfen und das ist nicht geil. Und vielleicht wisst ihr es, in dieser Woche, also am Wochenende, in diesem Wochenende, wird der Fight stattfinden. Und ja, der Pumpkin und wir alle haben so ein bisschen eben angefangen zu bauen jetzt. Nämlich ja, hier. Ja, sieht ein bisschen scheiße aus von unten. Ziemlich scheiße, muss ich sagen, aber... Bisher, ja, das ist mein Haus. Hat wenigstens Stelzen, oder wie man dem auch sagen will. Diese Stelzen sehen einfach hieselig aus. Ja, die hieseligen Stelzen. Ziemlich hieselig. Und hier drüben ist der Pumpkins Haus. Das noch schwebt einfach so gemacht. In der Luft. Also, ne, es sieht bisher scheiße aus von unten. Von unten ist es einfach nur ein Augenweite. Und dort ist der Broom. Der hat einen, ja, Wasserfall als Aufzug. Der Pumpkin, der hat einen richtig geilen Aufzug, nämlich ein Dings, ein Minecart-Aufzug. Kannst du einfach gedrückt halten und tak tak tak. Und oben. Ziemlich geil. Ich habe ein bisschen weniger einen geilen, weil wir kein Eisen haben, habe ich einen Wasseraufzug. Weil ja, ich bin noch nicht einmal farmen gegangen. Nicht so wie die anderen, denn ich habe noch keine Höhle gefunden, aber ich habe was anderes gefunden aus einer Höhle, nämlich ein Pferd. Da, ja, komm, das bringt dir nix. Da, ich habe ein Pferd. Da, statt einer Höhle habe ich ein Pferd. Wir gewinnen trotzdem. Ja, werdet ihr auch. Ich möchte mein Pferd auch nicht opfern im Kampf. Ohne Witz. Denkst du, wir gewinnen, Mill? Ja, klar. Ja, ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, meine Rüstung wird K.O. sein. Ja, gut. Ja, man will aber die, sehen. Die Teams sind ziemlich fair. Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Schon, ja. Doch, man, hey, hast du... Ja gut, ich weiß nicht, ob Konzo... Ich weiß nicht, ob Konzo gut im PvP ist. Doch, der Konzo ist nicht schlecht. Mhm. Hab ich gemeint. Ja, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, bevor ich hier noch dumm irgendwie Scheiße laber und mache und tue und dies und das... ich will nicht sterben. Ja, zu spät, man. Ja, es ist wirklich zu spät. Hier, ich nehme immer mein Handy und lege es auf die Leertaste, weil ich ein faules Zack bin. Und dann kann ich schön einfach mal eine Runde saufen. Er trinkt sogar in der Aufnahme. Professioneller YouTuber. Oh ja. Zack. Der Mellen steht der Mellen für Qualität. Mellen, ihr habt etwa 20 Eimer oder so. Kann ich. Ja, Konso hat so viele gemacht. Das ist nicht meine. Hä? Das ist nicht meine. Ja, komm, ja, Konso, ja. Verzeiht uns. Oh. Der Mellen hat ja gesagt. Nein, habe ich nicht. Er nimmt sich einfach rein. Also, das ist die Hütte von Broom. Seht ihr sie mal von oben? Ja, ein bisschen Urban. Noch nicht viel gebaut. Und dort ist der Pumpkin. Der hat schon versucht, so ein bisschen ein Ding zu bauen. Wie, wie heißt das? Badezimmer, genau. Dort hinten, irgendwo. Ja, ja, das wird noch viel mehr kommen in meiner Hütte, Digga. Oh ja, und da habt ihr gesehen, wie schnell der hochgespeedet ist. Dort ist er. Und ja, meine Hütte ist eigentlich noch leer. Also wirklich leer. Das ist nur ein riesiger leerer Raum. Läuft bei dir. Und ja, das... Weißt ja du, bei mir eigentlich noch gar nicht drin? Sag mal. Ach nee, war ich doch nicht. Ja, hier, das sind unsere Runterspringbrunnen. Created by Pumpkin. Und ich verfehle sie viel. Also ich verfehle sie richtig viel. Ups. Ja! Scheiße. Also wie ihr sehen könnt, unsere Tode. Pumpkin. Ich bin da noch ziemlich gut im Rennen. Du bist ziemlich gut. Am Anfang war es einfach der meist gestorben ist. Natürlich. Digga. Ja, aber also etwa 90% meiner Tode sind von Fallschaden. Ja gut, meine auch. Ja, das da hier ist die Dingens, die wie heißt das? Die das Badezimmer von Pumpkin. Hier ist so ein Spiegel. Also das ist wirklich ein Spiegel, Leute. Hast du also den Spiegel fertiggestellt? Nee, noch nie. Also es sind noch nicht genug Sachen drin, die ich eigentlich haben will. Ich will noch vielleicht nur ein paar Töpfe und ich will noch ein paar Töpfe und Dinger da reinballern. Also das ist schöne. Das hier da hinten will ich auch noch.
Also das da hier ist wirklich ein Spiegel, Leute. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, ne? Das ist nicht irgendwie Glas oder so. Das ist wirklich ein Spiegel. Und ich weiß, die Türe dort bewegt sich nicht. Das ist für Minecraft zu hoch. Auch wenn sich die bewegt, das ist einfach für Minecraft zu hoch. Deswegen funktioniert das nicht. Und ja. Hallo, Hellman. Wer hat denn die Tür geöffnet? Hey. Und hier möchte ich dann auch noch so eine Terrasse machen, weil hier der Ausblick ist auch richtig sexy. Und du schaust hier Richtung Norden, okay, ist Marsch. Denn Sonne geht ja, wie alle wissen, im Osten und Osten und Westen, meinst du natürlich auf. Osten und Westen. Osten und Westen. Warum geht die Sonne an zwei Orten auf? Nein, ein und... fick dich, yay! Eine hoch und eine runter. Da hat er dich, Mann. Hey, Mann, bist du gelähmt? Und du wirst dafür bestraft. Man kann natürlich auch bei den Minecarts runter, wenn man freudig ist. So wie ich jetzt. Ist ja ziemlich scheiße, aber ich meine, freudiger, ne? Typ, Digga. Es würde funktionieren. Und ja, mein Aufzug ist ein bisschen lahmarschiger. Aber ich habe ein Pferd. Und ich habe mir noch was Geiles gebaut, nämlich eine Endertruhe. Eine Schwanzverlängerung. Okay, das war das letzte Mal, was ich mit denen aufgenommen habe. Und hier wieder mal, ne? Die farmen einfach mein Feld ab und bepflanzen es zwar wieder. Wir ein Feld abfarmen. Wir haben das ein abgefarmt, eigenes. Digga. Ich hab das ganze, alle drei Felder sind abgefarmt. Und wir haben eine Hühnerfarm. Was, ich hab eine Hühnerfarm? Nee, noch nicht. Wir haben erst einen. Wo hast du das Huhn eigentlich? Ja, hier ist eine Enderkiste. In diesem improvisierten Käfig in der Ecke von unserem Haus. Ja, hast du dort Käfig, Digga? Ja, hat er. Also es sind Wollblöcke, Erdblöcke und... Hä, hey, da ist gar nichts. Was? Wer hat mein Huhn freigelassen? Hä, da ist nix. Wo ist mein Huhn? Ist ja richtig geil, ey. Hier oder was? Ja, das war hier. Nein, wir haben kein Huhn mehr. Sie hat nur ein einziges Huhn, jetzt haben sie gar keins mehr. Ja, wo sind die? Wo ist 10 Minuten, um dieses Huhn zu holen. Boah. Richtig was, mit schlecht. Was kann, mit was kann man Hühner anbumsen? Mit Samen. Samen, ja. Also viel Spaß. Okay, da habe ich einen Arsch gekriegt und Pumpkin, wir brauchen was zu essen. Ich habe Brot. Okay, das war wirklich du, die mein Feld abgebaut hast. Yo, wie viele Brot hast du denn? Das hast du sicher von unserem Feld. Ja. Hey, Pumpkin! Ich habe unser Feld so ein bisschen... Ich habe es halt ausgeschöpft. Ja, toll. Er farmt ja, mein ganzes Feld, ne? Mein ganzes Feld farmt da. Und jetzt habe ich Hunger. Und ich kriege nichts, weil der mein ganzes Feld geerntet hat. Nee, am Arsch, Mann. Doch klar hast du das, woher hast du denn so viele fucking Brote? So ein Wichser. Habe ich sie mir gekauft? So ein Wichser. Ja, mit meinem Weizen! Nee, das kannst du nicht beweisen. Doch klar kann ich das beweisen. Ja, kann ich. Warum folgst du mir eigentlich? Kann ich das mal... Oh, schade. Okay, fängt schon mal gut an. Also mein Bein würde ich verlieren. Ich auch, weil du mir einen Schlag gegeben hast. Digga, ich habe nichts aufgehoben auf jeden Fall. Da hat er schon. Also. Nee, der Pumpkin hat bei mir gegrieft, er hat einfach bei mir den Weizen abgebaut. Alles. Ohne Witz, alle drei Weizen. Man. Nein, darf man nicht. Nein. Ich geb das, warte. Mel, hier. Okay, der Pumpkin ist ein Wichser. Hier, ich geb dir das restliche Brot, Wichser. Das ich habe. Richtiger Wichser. Hier, das restliche Brot, hier. Nein, Mel. Ich möchte 26 Eisen als Verlust. Hier. Hier, Mel, schau hier. Sorry. Hier ein Brot. Mel. Komm. Bis. Mel, wo bist du? Bei mir. Neben dran. Und da steht jetzt nur rum. Hallo, Mel. Mel. Mel, hallo? Mel. Hey. Mel. Das ist schon das. Hey, Mel, ey! Da hast du dein Weizen, du! Du Schwanzlutscher. Typ! Nein! Hallo, ja. Mel. Hallo, Mel. Oh, das Skelett ballert mich ab! Boah! Das Skelett, Alter! Das macht so viel Damage!
Das schießt ihm richtig weit weg, schießt ihm das. Und wieso hat Bro mein Pferd? Was hat denn Bart? Mein Pferd. Oh nein. Ein Ei, ein Huhn und ein Ei. Oh, ein Huhn nicht. Und ein Ei. Okay, das ist euer Huhn, denke ich. Ich glaube, das ist unser Huhn. Töte es. Nein! Alter, kannst du mal das Skelett töten, Pumpkin? Oh! Ich kann nicht, ich hab Angst vor dem Ding. Hähnchen, komm! Ich auch! In Hart sind die Monster so... Oh, scheiße, Asi. Das ist alles mein Zeugs! Das ist mein Zeugs, Mann! Oh! Oh nein, du bist ein Wichser. Ich hab nichts gemacht, weil ich... Ja, mein Zeugs, Alter, nein, mein Zeugs! Das ist alles weg, ey, wenn Bier das weg mehr. Ist. Oh, wenn das weg ist, mein Zeugs. Ey. Mein Sag nur wegen diesem scheiß Skelett. Was hast du für ein scheiß Haus-Skelett? Das ist nicht mein Skelett. Was ist das ein Skelett? Deine Mutter gekraftet. Skelett. Ich hab mein Ei. Ich hab mein Schwert wieder gefunden. Oh ja. Das war sowieso meins, ey. Ich könnte wetten, ey. Glaube nein, weil ich bin hier oben gestorben. Ah, ich bin hier. Oh, mein Zeug ist. Oh, ich hab mein Schwert. Oh, nein, bitte! 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 Oh, das war das Skelett! Das war das Skelett! Wo ist meine Hose? Meine. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Wie geht das schon wieder? Ich weiß es nicht, aber. Ich meine Hose zerrissen hab. Ja. Und was ist mit dir passiert? Ich hab meine beste Freundin verloren. Und wie? Als ich meine Hose zerrissen hab. Ich dachte, ich hätte alle auf meiner Seite. Doch dann suchten die Leute ganz schnell das Weite. Sogar meine Liebste wendet sich von mir ab. Nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Als der große Larry kam mit seiner Muskelpracht, da hat SpongeBob sich zum Depp gemacht. Sogar Sandy hält ihn für einen Psychopath, weil er seine Hose zerrissen hat. Ich weiß, es hilft kein Klagen, kein Ujemine, doch es tut so schrecklich weh. Denn allein zu sein ist noch weniger amüsant als ein Sonnenbrand oder Brötchen voll Sand. Das war mir eine Lehre und es war kein Spaß. War kein Spaß. Und hört mir zu, dann lernt ihr was. Bleibt euch selber treu, seid stets auf Draht. Nicht wie ich, der sich die Hose aufgerissen hat. Das ist eine ziemlich scheiß Folge, Alter. Mille, schneid das rein, nur weil ich meine Hose zerrissen hab. Oh nee, da bin ich zu Fall für. Nein! Und bleib hier! Okay, ich hoffe, ich finde mein Zeugs wieder, Leute. Hier ist schon mal eine Spitzhacke. Oh ja, da ist mein Zeugs. Also nicht alles. Oh, das ist meine Dia-Spitzhacke. Okay, ich bin schon zufrieden. Nur weil ich meine Hose gerissen habe. Okay, ich hab deinen Stein, Pumpkin. Was mein Stein? Den Stein, ich habe 24, 2 Stacks, Dings. Stein, also Stone. Achso, nein, nicht Stone, Cobblestone. Hey, warum kann ich meine Hose nicht? Nur weil ich meine Hose zerrissen hab, oder was? Ah, ich hab's. Okay, Leute, wie ihr seht, ich habe keine Eisenrüstung mehr, das ist sozusagen okay, tot. Schwert, das Ei hat kein zweites Huhn ergeben. Das Ei ist wenigstens haben wir das eins. Und das bedeutet, ich muss wirklich eine Höhle finden, Leute, sonst bin ich am Fight am Arsch, denn ich bin schon jetzt am Arsch. Huhn! Oh, Leute. Aber... Wenn das musst du unbedingt reinschneiden, nur weil ich meine Hose zerrisse. So ein Wichser. Aber auf jeden Fall. Boah, wie ich SpongeBob einfach lieb. Ja, jedenfalls war's das für diesen Part, denn ich glaube, das ist genug lang. Gewonnen. Glaube ich, auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Oder vielleicht sogar ein Abo. Wer weiß. Oh. Und die beiden Spastis sind in der Videobeschreibung, leider. Ja,
Tut mir leid, aber... Leider, Digga. Schaut einfach nicht vorbei, ignoriert die beiden Spastis einfach. Und der Pumpkin hat sich schon verpisst, ey. Ja, jedenfalls... Tschüss. Und ja, ich sortiere noch schnell mein Inventar und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich habe noch eine Spitzhacke vom Pumpkin. Und ich muss essen gehen, Leute. Leute! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Euer Mel. Tschüss. Ich muss kaufen.